Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ist die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und gestaltet die sichere Digitalisierung in Deutschland für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Einen aktuell und auch in Zukunft wichtigen Bereich stellt dabei die Biometrie dar. Sie begegnet uns allen regelmäßig im Alltag, ob beim Entsperren des Handys per Fingerabdruck oder beim Sicherheitscheck am Flughafen. Biometrische Daten werden heute in vielen Bereichen zur Authentifikation von Personen erfolgreich genutzt. Doch wie alle IT-Systeme haben auch biometrische Systeme Schwachstellen und sind angreifbar. Die Prüfung ihrer Sicherheitsleistung ist aufwendig und alles andere als simpel, denn die Evaluation ist nur mit echten Menschen und in der konkreten Anwendung möglich. Angreifer versuchen mit verschiedensten Methoden, biometrische Sicherheitsmechanismen auszuhebeln, durch Artefakte, Morphing oder sogenannte Deepfakes. Eine Herausforderung, der sich das BSI seit kurzem mit einer eigenen Institution stellt, dem Biometrie-Evaluationszentrum. In Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg trifft hier angewandte Forschung auf IT-Sicherheitsexpertise. Das Biometrie-Evaluationszentrum hat auf der einen Seite, wie der Name schon sagt, das Thema Evaluation biometrischer Systeme. Also da betrachten wir die Usability, die Performance und natürlich auch die Überwindungssicherheit biometrischer Systeme. Zum anderen entwickeln wir aber auch biometrische Systeme weiter, um sie zum Beispiel besser nutzbar zu machen oder gegen Überwindungsversuche besser zu härten. Das Ziel des BEZ, eine zentrale Anlaufstelle zum Thema sichere Biometrie schaffen für deutsche Behörden, Polizeien und Politik, aber auch für Hersteller, Forschungseinrichtungen und Bürgerinnen und Bürger. Das Biometrie-Evaluationszentrum versteht sich dabei als Brücke zwischen Forschung und praktischer Anwendung. Es fördert nicht nur anwendungsorientierte Studien an Hochschulen, sondern hilft auch Unternehmen dabei, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse für innovative Biometrie-Anwendungen zu nutzen. Und das BEZ hat noch weitere Aufgaben. So entwickelt es zum Beispiel nationale und internationale Standards für Prüfverfahren und Zertifizierungen. Zusätzlich agiert es als kompetenter Berater, Dienstleister und Entwicklungspartner. Mit seiner Biometrie-Expertise steht es Behörden und Polizeien, Herstellern, Prüflaboren und Forschungsinstituten zur Seite. Selbstverständlich immer unter dem Grundprinzip absoluter Vertraulichkeit und nach höchsten Sicherheitsstandards. Für einen sicheren und innovativen Einsatz von Biometrie für uns alle. Das Biometrie-Evaluationszentrum hier in Bonn, gemeinsam mit der Hochschule Rhein-Sieg, ist ein Musterbeispiel dafür, wie man effizient, stark und gut zusammenarbeiten kann. Hier sind wir der technologische Führer in diesem Umfeld, biometrische Themen zu evaluieren und festzustellen, wie sicher sind Ihre Daten. Wie gehen wir um mit dem Thema der Fake News, der falschen Identitäten dort in dem Zusammenhang? Und das machen wir alles im Biometrie-Evaluationszentrum mit einem starken Partner hier am Hochtechnologiestandort Bonn-Rhein-Sieg.